Gut, machen wir noch eine Übung zum Gewinde, was ja auch eine schiefe Ebene ist, deswegen habe ich das nochmal in Klammern geschrieben. Eben hat man ein sogenanntes Standardgewinde, man sagt auch Steigung des Gewindes, das waren eben 1,5 mm. Wir nehmen jetzt mal ein Feingewinde, das hat feinere Gewindegänge. Also das heißt, dann sind die Gewindegänge nicht so schräg, sondern viel flacher, noch viel flacher. So, und die Steigung, also Delta H sagen wir in diesem Fall dazu, die Steigung ist jetzt nur 1 mm, das ist ein Feingewinde. Und weil der Durchmesser 10 mm ist, sagen wir mal rund dazu, dass Delta L dann, wir nehmen es mal wieder glatt, als 30 mm an. So, wir möchten lediglich eine Drehkraft, die also außen rum führt, F-Dreh, von 10 Newton erzeugen, mehr nicht, mehr haben wir nicht zur Verfügung. Und wir wollen wissen, gesucht ist dann die Andruckkraft der Schraube. Also denn, die Lösung dürfte leicht fallen, denn wir haben ja die Formel schon. Ich erinnere nochmal hier an diese Formel, entweder so oder so wie in Blau, beziehungsweise wie hier oben in Schwarz. So kann man es auch machen. Ich mache jetzt Pause, ihr drückt zu Hause Pause, rechnet das alles aus und dann werden wir mal sehen, wenn es soweit ist, wie es funktioniert. So. Also, nochmal, hier oben haben wir die Formel. Delta H durch Delta L ist wie Fd zu F-Dreh, Drehkraft. Die Drehkraft wissen wir, wir haben 10 Newton zur Verfügung. Wir setzen alles hier ein, hier ist die Formel von da oben. Und jetzt bloß noch ausmultiplizieren durch 1, das kann man sich schenken, deswegen habe ich hier durch 1 weggelassen. 300 Newton erzeugen, das wäre 1 zu 30. Wir könnten also eigentlich schon 1 machen, wenn wir wissen, wir haben 1 mm zu 30 mm, haben wir ein Verhältnis von 1 zu 30. Die muss 30 mal höher werden, egal was man hier dafür einsetzt. 10 mal 30 und peng. Das kann man sogar dann schon im Kopf machen. Gibt es noch Fragen? So, andere Übung. Nehmen wir mal an, wir hätten einen kegelförmigen Berg. Das war mal eine ehemalige Abraumhalde. Solche gibt es übrigens. Solche ziemlich kegelförmigen Berge. Unternehmer sagt, okay, trotzdem wollen wir hier eine Straße drumherum legen. Und zwar der kegelförmige Berg ist 300 Meter hoch. Und dann sagt er, okay, dann haben wir die Straße gebuddelt, seid ihr fertig? Ja, dann will ich mal hochfahren, mal sehen, wie gut das hochgeht. Und er guckt auf seinen Tacho und sagt, Mensch, bin ich genau 6 Kilometer gefahren. Sein Auto hat eine Masse er hat ein leichtes Auto genommen. 1200 Kilogramm und wir wollen wissen, wie groß war die Hangabtriebskraft. Zur Lösung müssen wir eigentlich bloß uns wieder altbekannter Formeln bedienen. Also, auf dem Tacho stand 6 Kilometer, oben an der Spitze angekommen hat er 300 Meter Höhenunterschied geschafft, von unten bis oben, immer rum. Sein Auto hat 1200 Kilogramm Masse und wir sagen mal, die Erdbeschleunigung reicht uns mit 10 Metern pro Quadratsekunde. Wir wissen aber, dass wir daraus ganz schnell die Gewichtskraft ableiten können. Dann los. So, ja, jetzt haben wir es ausgerechnet und zwar diese Formel hier, die haben wir genommen. Haben eingesetzt, 6000 Meter, hier kann man schon prima Nullen wegstreichen. Und durch 3 teilen ist 1 und hier ist bloß noch 20. Und jetzt haben wir gesagt, die Meter können wir auch noch kürzen und FH zu 12.000 Newton. Jetzt bin ich mal gespannt, was rauskommt. Wenn ich sage, ich muss mal 12.000 Newton die ganze Sache multiplizieren. Ne? Was kommt dabei raus? Da kommt 20 mal 12, 2 mal 12, machen wir es so, 2 mal 12 ist 24. Dann von der 20 die 0 dran und noch 3 Nullen. Oh. Ob denn das so geht? Wir hatten noch erwartet, dass die Hangabtriebskraft nicht so groß sein muss wie die Gewichtskraft. Ne? Also ist scheinbar 240.000 Newton irgendwas schiefgegangen. Wie kommen wir aus diesem Ding raus? Wo steckt der Fehler? Okay, hier steckt ein Fehler drin. Hausaufgabe. Das wird unser nächstes Ding.